Und damit Hallöchen und willkommen zurück hier bei Ark Survival Plus und heute tatsächlich mit kompletter Mannschaft. Unglaublich, aber wahr. Baloo ist wieder dabei. Grüß dich. Servus. Sinde haben wir. Hallo. Hippo. Hallo. Ah, da, doch, er ist doch da. Puh. Xa haben wir natürlich auch am Start. Moin. Tja, und diesen komischen Coach auch. Hi. Hallo. 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 Ja. Wir haben die Sicht ist, jetzt mittlerweile haben wir ja Kommentare von euch bekommen, wie man sie deaktivieren könnte. Wir haben uns gesagt, die Szene in der letzten Folge war so geil, die deaktivieren wir nicht. Nee, einfach nur genial, oder? Also, ich hab jetzt 5 Meter fahren, Mampf. Ich hänge. Ja. Mein Boot bewegt sich keinen Millimeter. Ja, du hängst da irgendwie mit dem einen Eckchen so ein bisschen im Felsen. Ramm uns mal. Nee, das bringt nichts, ich fahr einfach nur durch. Vielleicht liegt's an Pferden? Fragezeichen. Nö, mal, sollte eigentlich nicht. Vielleicht nochmal kurz runter. Was? Limbo, klopfst du gerade auf den Boot? Er betäubt das Boot. Er fährt kurz runter. Geht ihr mal auch mal alle runter? Also, manchmal ist es ja so, wenn irgendwie was drauf ist, dass das ein bisschen komisch backt. Vielleicht muss es auch einfach mal einer machen, der es kann. Tschüss. Genau, jetzt lass mal Couch auf der Insel zurück. Ich warte mit den Pferden hier. Jetzt wenigstens in Sicherheit. Sehr praktisch. Ich musste gerade mal ordentlich niesen. Ich glaube, ich habe meinen Zuschauern einen schönen Himmel gezeigt. In den Himmel genießen. Ey, ich wollte auf das Pferd. Das regnet nicht. So, ja, dann setzen wir unsere Reise fort in Richtung der Highlands. Viel Spaß. Ja, während Baloo zu Hause ein bisschen durchfegt. Ja, Baloo allein zu Hause. Baloo allein zu Hause. Die Bude für mich. Weil sie Kacke auch mitnehmen können. Ich hoffe, es kommen keine Einbrecher. Ah, Baloo macht das schon. Wer weiß, was die anderen machen. Genau. Wer weiß, was die anderen machen. Da. Na, geht doch. Ja, wir sind noch nicht ganz da. Kommt ich wollte doch sagen, also das ist ja wohl nicht wahr hier. Ja, das war zu lang Pause. Das war eine Woche weg. Ne? Das, ja, alles. Das ist alles eingeröstet. Ja, außerdem gucke ich hier die ganze Zeit panisch ins Wasser. Pferdchen fliegen lassen. Das war so cool. Das war die Szene. Mein persönliche Best-of, in meinem persönlichen Best-of zu Survival Plus ist das definitiv, glaube ich, Platz 1 momentan. Ziemlich, ja. Ich habe mir das ja gerade auch nochmal angeguckt, was ich nicht ganz verstanden habe. Nachdem Coach und ich festgehalten haben, dass da ein großer Fisch ist, hast du das Schiff gesucht. Wo ist das Schiff, was du gesucht hast? Ja, ich wollte eigentlich... Das kann ich erklären. Ich wollte eigentlich sagen, wo ist das Pferd? Aber dann habt ihr die ganze Zeit Schiff Richtung Land und so weiter und dann habe ich halt, das ist einfach so, wenn man das dann vorgeplappert kriegt, plappert mal irgendwas nach. Ne? Freudsche Fehlleistung. Ja, Freudsche, eigentlich ein klassischer Freudscher gewesen, ja. Ja, und... wo ist das Schiff? Wo ist eigentlich das Schiff? Ich hab's in der Hand. Ja, so ist das. Sinde? Wie wär's mit einem Seemannslied? Oh nein. Bist du sicher? Nee, ich glaube nicht. Ich steig schon mal auf. Oh Scheiße, da sind schon mal die Melanias. Da sollte man ein bisschen Abstand von halten. Nicht auf das Boot. Die Melanies? Die Melanies, ja. Die Melanies sind ganz fies. Ja, ja. Oh, Wasser, Moment. Was? Stopp, Mann über Bord. Okay. Mann über Bord. Ich bin vom Steuer weg, kannst dran. Sind wir da. Ist da, okay. Steigt der vom Pferd ab während der Fahrt. Apropos Mann über Bord, habe ich einen Geier auf der Schulter? Ja. Okay, ich sehe es nämlich zwei nicht. Sogar. Was, ich habe zwei Geier auf der Schulter? Das eine ist sein Kopf. Ah. Ach so. Der Geierkopf. Die Melanie kommt? Melanie kommt? Nein, die kommt nicht. Okay. Fahrt weiter. Vor allem die Melanie kommt, erst mal stehen bleiben. Erstmal gucken, ja, muss mich ja versichern, dass das.
Das Fiese an diesem Medizichtis-Angriff war auch, dass ich da noch in diesem im K-Modus war. Also Standard ist, glaube ich, K-Taste, wenn man dann in diese externe Kamera geht, ne, wo man das Schiff quasi nur noch indirekt lenkt. Und ja, in dem Moment musste natürlich der Medizichtis kommen. Ja, und dann kommt halt sowas bei raus, wie, wo ist das Schiff? Gerne. Wo legen wir denn sinnvollerweise an bei den Highlands? Wir sind ja fast weiter. Da. Weiter. Was sind denn das hier für weiter. Weiter. So? In der Nähe bei dem Leuchtturm, oder? Weiter, weiter, nicht am Leuchtturm. Weiter, weiter. Was sind denn das hier für Viecher hier rein? Das sind Wale. Die sind schon gestrandete hinüber. Wale. Wir können dort Haut und Fleisch rausholen, aber ansonsten, ich glaube, Öl auch, oder? Ob das in der Mod hier funktioniert, weiß ich nicht. Normalerweise schon. Und Keratin. Aber das brauchen wir ja alles nicht. Hide bräuchten wir höchstens, aber auch nicht so wirklich. Du brauchst ja wohl noch ein paar Betten bauen. Ich hab drei Sätze hier. Ja, was wir noch sagen könnten, Baloo ist ja, wie gesagt, zu Hause. Zum einen repariert er, glaube ich, ein bisschen die Basis, wenn ich das für ihn richtig verstanden habe. Und zum anderen will er schauen, ob wir so einen Vergessenstrank brauen können. Und das hat den Hintergrund, dass mit dem letzten Patch jetzt der Hunter die neue Klasse hier reingefunden hat. Dummerweise haben wir alle schon zwei Berufe, bis auf Baloo. Und der Hunter hat nicht nur den Vorteil, dass er jetzt die Sattel und Co. bauen kann und Fallen und Gedöns, sondern tatsächlich auch mit allerlei Waffen mehr Schaden macht. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur den Bogen betrifft, aber ich glaube, es waren alle Waffen. Auch Nahkampf, auch Speer oder sowas. Und von daher, wenn wir mal auf die anderen treffen sollten, ist das eine sehr wichtige Klasse. Kann der auch wegrennen? Schneller? Also sofern der Jäger trifft. Nee, vor allen Dingen, also was ich jetzt hier in dem Hunters Workbench, Hunters Table drin habe. Ja. Ist, ich habe einmal die Ghillie-Suit-Rüstung drin. Ja, genau, die auch. Das wäre für einen Wolf vielleicht ganz sinnvoll. Dann können wir das noch probieren? Dann habe ich die komplette Shikin-Rüstung hier drin. Und als Zettel habe ich Megaloceros, das Equus, also das Pferd, und Terrorbird. Oh, oh. Equus-Sattel? Echt? Ist groß. Eco-Sattel haben wir wieder. Ja, ja, der Hunter hatten wieder. Terrorbird-Sattel ist nämlich auch ganz interessant, wie ich finde. Rechts rüber. Ich überlege gerade, war nicht blaue Blümchen irgendwas, was man ernten konnte? Ach, egal. Doch, aber da kommen auch nur die Rare Flowers raus. Ach so. Wir brauchen auch Baumwolle. Ja, nur die wächst ja vielleicht hier irgendwo. Da, wo Rexe sind, wachsen. Da, wo Rexe sind. Coach geht vor. Hier gibt's keine Rexe. Hier gibt's nur Alos, ne? Alos und Giga? Ja, Gigas und Titanos. Und Pferde. Und Pferde. Also auch noch weiter hier, nicht an Strand? Oder doch? Nee, noch ein Stück. Okay. Da kommt gleich eine hübsche kleine Bucht mit einer winzigen Insel drin. Und ab da können wir hochgehen. Ah. Oh. Ja, klein. Sinda hat ja auf dem Community-Server hier in der Gegend gebaut. Wer das nicht gesehen hat in den Streams, da bin ich auch mal drüber geflogen, habe die Basen vorgestellt und am Leuchtturm. Da hast du deine Pferde. Wie soll man das nennen? Pferde. Eingepfercht. Also deine Pferde sind eher so wie in der Sardinendose. Ja. Ja, die hatten die Wahl. Entweder Giga oder eingepfercht. Tja. Hm. Und Giga hätte vielleicht ein bisschen Platz gesorgt. Für ein bisschen Platz gesorgt. Ne? Also. Naja, aber in so einem Giga ist es auch eng. Also ich weiß nicht, was da besser ist. Nur ab dem dritten Pferd wird es auch im Giga enger. Ach ja. Ist ja langweilig, gar kein Lidsichtis. Das schreist mich. Ich sind die Zettel in dem Moment, halt eine auftauchen, wo wir sind. Warum die jetzt alle so Panik hier haben? Obwohl, hier ist recht tief. Unmöglich ist das nicht. Nee, hier ist sautief. Das fällt quasi direkt. Wir sind doch direkt am Strand. Ja, wir sind direkt am Strand. Gut. Der kann uns nur auch direkt am Strand immer noch fressen, weil es da tief genug ist. Ach was. Bisschen positiver. Er frisst Coach direkt am Strand. Das war jetzt das Positivste, was ich rausholen konnte. Es tut mir leid. Lass das. Das ist. Ach, da hat das Migränestäbchen schon wieder in der Hand gehabt. Das Migränestäbchen. Die Meinungsverstärker. Ja. Huch. Ja, Bronco vor. Ich hab mal in Richtung Himmel kurz geguckt. Ich war gerade wieder am Mute-Knopf. Irgendwie komme ich dann gegen den Himmel. Vom Kurs ab. Ja, weiß auch nicht.
Der Himmel ist so verwirrend. Sind wir bald endlich mal in dieser Bucht? Ja, da vorne um die Landnase. Sind wir bald da? Ja, Papa Schlumpf. Hier ist nicht mehr so tief. Nee, hier ist besser. Ja. Hat doch ganz gut Tiefe hier noch. Ey! Fällt gleich besoffen ins Wasser jetzt. Hattest du über die Reling? Nee, ich gucke nur. Hier kommt ein Fluss runter. Ja, genau, kommt, das ist richtig. Da müssen wir anlegen, oder was? Genau, Leuchtturm. Da in die Bucht rein. Wieso kann ich nicht? Du den Fluss hochfahren. Ja, die Insel ist ein Stück weit davor, aber wir können hier am Fluss anhalten. Ja, genau, ich fahre jetzt den Fluss hoch. Ja, fahren wir den Fluss hoch. Was hüpft da? Das ist ein Galli, oder? Mimimi. Ich bin jetzt neugierig. Also, wenn das geht. Wenn das geht, lache ich mich erstmal wieder Ewigkeiten kaputt. Ich sehe es kaum, wir kommen dann nur nicht zurück. Wir kommen nie wieder raus. Wir brauchen ein neues Floß. Die Böse sind dann weg. Ach, ja, nee, aber geht nicht. Nein, schade. Nee. Ich dachte auch erst. Ja, weil es steil ist. Schade. Kannst du wieder raus? Natürlich nicht, wahrscheinlich. Natürlich nicht. Ah, doch, jetzt. Ja, so halbwegs. Mit der ja. Raft-Mod kann man wenigstens auch rückwärts fahren. Mit dem Raft kannst du auch rückwärts fahren. Ja. Ach ja? Ach so, ja, dann hätte ich das auch rückwärts ausparken können. Das ist überhaupt nicht. Genau. Scheiß Spiel, ey. Vorsorglich sagen, geht nicht. Genau, so, Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz. Ja, unterhaltet bei mal. Bei mir geht das nicht. Pörö. So. Habe ich das auch mal untermalt. So, ich muss jetzt hier nochmal ganz dringend was trinken. Doch empfindlich warm hier in der Gegend gewesen. Ich habe immer noch einen Knochenbruch. Ich auch. Warum eigentlich? Sind die Schnitzel schon fertig, Balu? Schnitzel? Ja, weiß nicht. Willst du was kochen? Kommt hier erstmal lebendig hier an? Vergessenstrank. Ja, wahrscheinlich nehmen wir die Abkürzung. Ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich werden wir nackt vor dir spawnen. Während du gerade im Kochtopf rumrührst, da stehen vier nackt auf ihn rum und einfach nur ein Satz: Frag nicht. So, Sinde reitet vor. Ja, wunderbar. Alter? Ja, ich glaube schon. Aber denk dran, irgendeiner ist nicht auf dem Gaul. Ich glaube, das ist Coach. Ja, auf dem Gaul. Wir brauchen noch einen Gaul für Coach. Das sind Schafe. Oh, ja. Schafe zählen. Bringen die uns hier was in der Mod? Ich meine, kann man damit einen Baumwolle-Ersatz machen, dass man dann Schafwolle nimmt? Würde Sinn machen, aber keine Ahnung, ob was drin ist. Rosa Schafe! Nee, doch nicht. Also eine Schere gibt's ja auch, glaube ich, ne? Naja, Schere gibt's. Ja. Keine Ahnung, ob das Sinn macht, ja, Schaf gut, zu ziehen. Gut, wir könnten ja einfach mal eins zähmen und mitnehmen. Und so, ja, nur normale Schafe brauchen Kuchen. Ich weiß nicht, was die hier brauchen. Ach so. Kuchen. Hm. Wahrscheinlich auch Kuchen. Ich habe keine Ahnung, ich probiere es gerade mal mit ein paar Beeren oder sowas oder Keksen, Möhren. Hege die Nahrung ist letzte Item-Slot zum Zähmen 0. Mhm. Mit Fleisch geht's nicht. Mit Fleisch geht's nicht? Ich nehme gerade mal Beeren, Sekunde. Ja, Beeren geht. Ja, ich meine auch, dass hier in der Mod der Kuchen gar nicht drin ist, von daher. Ja, eben. Also Beeren gehen. Versuch doch mal Möhrchen. Wie soll ich Möhrchen probieren? Ich meine, wir haben viele, wir haben echt viele dabei. Ja, ja. Moment, ich probier's. Nein, das geht nicht. Die essen keine Möhren. Schafe essen keine Möhren. Also wir brauchen Beeren. Dann vielleicht die Kekse. Nee, Beeren. Ja. Beeren, ganz normale Beeren. Ja, aber die Kekse sind ja aus Beeren. Also dass sie dann... Ich hab noch kein Schaf Kekse essen sehen. Ja, es sind ja eigentlich auch keine Kekse. Es sind ja eigentlich auch keine Schafe. Los, jetzt krabbelt mal mit hier. Oh yeah. Kubbel, 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 kubbel. So, komm, das ist das Level 79 Schaf hier. Zack. Ach, du ahnst es nicht. Und dann was, wenn man die tötet? Du tötest jetzt nicht mein Level 79 Schaf. Ja, gar nichts. Guck ja. Was stopfst du ihm denn rein? Ich hab grad die Armor Berries, also die gelben oder was das ist. Keine Ahnung. Ja, warte mal, ich hab hier nochmal drei Mechos. Hier sind Level 11 Schaf, das geht schneller. So. Scheiß drauf, Schafe müssen nicht hochlevelig sein. Er hat aber jetzt gerade wieder gefressen hier. Hat wieder gefressen? Ich habe auch so eine gelbe reingedrückt. Ach ja, okay.
Aber die Blauen gehen auch. Das Level 11 schaffen mag die Blauen sehr. Ich probiere es jetzt mal mit einer Major. Beim nächsten Mal, wenn es hungrig ist. Oh ja, das Level 8 Schaf hat sofort 57%. Oh ja, also Major, ja, Mayo-Bears sind richtig gut. Ja? Kann ich bestätigen. Mann, davon habe ich sogar eine. Hm, mindestens, ne? Nehmen wir jetzt doch nochmal eine blaue bei dem Kleinen hier. Weil... Oh ja, Mayo, Alter. Was ist 79er oder was? Ich bin fertig. Das ist auch fast fertig hier. Wir brauchen Mayos hier für das 79er. Dann ist das okay, drei, vier Stück fertig. Pixel gehen wirklich nicht. Du vermisst Gaul. Kann man jemand das Schaf aufhalten? Ah, okay. Warte, Alexa, ich hab noch eine. Balu? Ja? Wir brauchen einen Schafsattel. Nee, Quatsch, die haben ja gar keinen Sattel, normal, ne? Man kann sie nicht reiten. Nein. Das kann ich schon mal feststellen. Ah, hier, die Blauen gehen auch. Blauen finden sie auch ganz gut. Wieso, wir kommen mit 20 Schafen zurück, weißt du? Solange sie ja auf dem Weg nicht gefressen werden. Haben wir jetzt alle? Nee, oh, nö, das 79er rennt ja noch rum. Ich hab noch ein Level 8 gleich. Und dann perpanen wir die. Hast du noch Mios? Ich hab noch eine Mayo, ja? Ne, zwei Stück sogar. Hab ich noch. Ja, dann mach mal. Ich hab jetzt keine mehr. Na komm, werd hungrig. Da ist er hungrig. Zack. Ist also auch bei 80,8. Also noch ein, zwei Bären, dann sollte das auch durch sein. Ach, das gibt ja kein Ey. Rasenmäher. Mio, wer ist das immer hier? Ein seltenes Gut, ey. Rasenmäher. Ach, egal. Oh, jetzt habe ich drei Stück. Passt. Sollte gleich wieder Hunger haben. Ich bringe sie mal zurück zum Boot. Warte, das Boot. Hat Hunger? Ja, ich komm. Ah! Fertig. Wo war denn der Kackfluss? Links irgendwo. Kommt ihr mit runter zum Boot dann wieder? Ich kann wo ist eigentlich mein Pferd hin? Ach, da drüben. Hab's. Wenn du das nicht weißt. Ja, das hat so Tarnmatschfarbe. Das fällt hier echt nicht auf. Tarnmatschfarbe, ich verstehe. Also, jetzt kann ja eigentlich kommen, was will. Wir haben immerhin schon mal Schafe. Und ein Pferd. Und ein Pferd. Ein Pferd haben wir ja auch schon gezähmt, ja, auf der letzten. Ja, ich habe auch gerade noch eins gezähmt. Ach, wie? Ja. Ach, einfach mal so, oder wie? Ja. Einfach mal so, weißt du. Was war denn, was für ein Level? 55. 55? Mhm. Jetzt, wo es fertig ist, 55 oder vorher 55? Nee, war vorher 55. Oh. Schön. Jetzt, wo es fertig ist. Dann hat Coach jetzt auch noch ein Pferd. So, Coach, wo bist du? Guck mal hier, habe ich dir nicht ein hübsches Pferd gezähmt? Bleib hier, nicht wieder abhauen. Bleib hier. Zum Reiten Sattel ausrüsten, ja, das ist auch schön. Was wie? Halt. Wo rennt das denn jetzt wieder hin? Bleib hier. Sag nicht Ja, hier rennt gerade ein Pferd im Kringel. Ja. Alles gut. Das ist ja kein Grund, zu sagen. Die folgen dir beide noch sind. Okay. So. Jetzt gut. Schon. Wobei Schnirella dir auch noch folgt. Ach, cool. Danke. Ja, das macht ja nichts. Da sitze ich ja eh drauf, wenn ich noch ein Pferd sehe. War es ein Weibchen zufällig? Brauchen wir ja noch. Ich hab's nicht benannt. Ist ein Kerl. 82. Ja, mal wieder. Das hätte mich auch gewundert. Aber wir haben ein weibliches 118er Schaf. Ja, wie ging das jetzt mit den Schafen? Kekse? Mios. Nee, Metropolis. Mios. Oh, cool. Aber ich glaube, wir haben schon alle gezähmt, die da waren. Wir haben nur ein Problem, sie sind zu dumm aufs Boot zu gehen. Sie laufen durchs Boot durch. Sind Schafe, was da war. Da muss das Boot wahrscheinlich so ein bisschen ans Ufer fahren. Rein. Ach, trotzdem nicht. Ja, in dem Wasser, in dem Fluss geht's nicht, aber ich schätze mal, der ist einfach noch so ein bisschen, ist so ein bisschen schwierig da. Probier's gleich mal am Ufer her, ja. Ja, wo ist denn der Kackfluss? Ja, ich hab, der ist weiter links, als du denkst. Okay. Bin auch zu weit rechts gekommen. So. Oh, mal hier. Ich frage mich gerade, wie wir die heimtransportieren. Wir brauchen wahrscheinlich noch ein weiteres Floß. Wirklich. Und wenn dann ein Lizichtis kommt und uns fliegen die Schafe im hohen Bogen von dem Boot runter. Schafweitwurf. Ja,
Das sieht aus, als wenn wir das mit Wattemilch überwerfen. Schwimmen die eigentlich gut, wenn die Wolle nass ist? Ja, das ist so. Also, unter Gelbenstein. Wenn du die dann ausfringen musst, oh. So, gleich wird's dunkel und ich finde mein Pferd nicht mehr. Ich hoffe, ihr habt da oben noch irgendwo Germany's Next Topmodel. Ich hab dein Pferd im Schlepptau. Ah, nur zur Sicherheit. Und ich hab das von Hippo. Super. Kommen sie drauf? Nö, die schwimmen. Die eben, die gehen nämlich nicht drauf, sondern die schwimmen einfach. Die laufen einfach hinterher schwimmen. Die laufen das Fluss ein bisschen weiter rein. Hab geht ich das doch nicht weiter, noch? Geht's nicht. Also die sind doch drauf jetzt von Hippo. Wieso gehen deine zwei drauf? Ja, zwei von fünf. Im richtigen Winkel bitte einparken. Sie sind noch mal ein bisschen weiter und abpfeifen. Pfeifen. Okay. Ja, jetzt die unteren noch mal anpfeifen und umpfeifen. Du Pfeife. Kann man die nicht K.O. schlagen und draufziehen? Draufziehen, ja, das wär's. Nein, geht nicht. Nur falls müssen wir eine Rampe bauen. Das geht ja auch nicht. Wird schwierig. Also mir ist aufgefallen, Koja, hier von der Ecke aus ging's ganz gut hier. So über die Kante hinweg hier. Das ist, jetzt sind sie drauf. Drauf, drauf, fahr. Ne, sind sie wieder runter. Fahr mal ein bisschen, ob sie da trotzdem mitkommen. Ne, okay. Aber warte mal, ich dreh mal um. Ich glaube, von vorne kommt die Fahr mal seitlich ran. Ich glaube, dieser Schwimmer, der geht tiefer rein in das. Weiß schon. In die Pampa. Ne, geht da auch nicht. Doch, doch, ihr könnt noch weiter ran. Fahr mal weiter, vielleicht nimmst du es sogar mit. Warte mal, warte mal. Warte mal. Stehen. Jetzt, nee. Ja, so, jetzt, ja, da laufen sie jetzt sauber drauf. Ja, das Level 40 ist drauf, das Level 11 ist noch unten. Und abhalten. Meins läuft nicht. Meine hängen fest. Ja, Moment, dann fahre ich das. Beide fahren. Eines ist auch drauf. Ja. Okay. Warte mal, ich gebe ihm mal noch einen Schubs. Er bewegt sich keinen Millimeter, wenn du haust. Doch, doch. Das Jens, ist drauf. Ist drauf. Ich so, cool, tauch ja, mal. Ihr drauf, sagt, wenn meine drauf sein sollten. Und? Jawoll. Drauf? Kannst pfeifen. Ja, drauf. Pfeif. Ja. Schön. Pfeif. Hat ja wieder nur 10 Minuten gedauert. So dumme Schafe da drauf. Fahr's ein bisschen raus. Achso, dann kommt ein Lizichtes. Mein Schaf, ja, nö, ich so Meter. Zum anderen. Ja. Ein Schafraft. Hat die Hufe weiß, ist das neue Pferd? Nee, das ist meins. Was, hat die Hufe weiß? Ja. Nee, hier, Rantanplan ist das neue. Rantanplan. War Rantanplan nicht der Hund? Ja. Ja. Es ist so traurig. Ja. Das war der Hund, okay. Jetzt, wo du sagst, es war der Hund. Nee, das ist schon klar, aber er hat dieselbe Farbe wie der Hund. Können wir jetzt los? Es ist natürlich, es ist dunkel. Da waren Schafe, Sinde. Ja, da war ein Pferd, sorry. Es ist arschkalt hier. Ja, dann mach eine Fackel an, Junge. Aber schnell. Junge. Mach nur einmal Junge. So. Folget mir gar sehr. Jetzt sind wir ja wenigstens alle schnell. Was fehlt hier doch, Junge? Wir laufen jetzt 100 pro in eine Meute Alus oder so. Nee, ich hab schon geguckt, da gibt's keine. Und gleich in ein offenes Maul reiten? In der Schlucht vielleicht, nur das kann sein, aber hier nicht. Ist ganz schön wenig los. Boah, hier ist es aber richtig kalt, ne? Echt? Oh, also ja. ich hab nur Eiskristall, also so ein... Naja, jetzt mit Fackel habe ich auch wieder nur den Kristall, aber gerade da war es schon richtig kalt. Ah, hier ist doch die Höhle schon. Hier, die kleine. Juhu. Wäre Nummer 1. Und in die gehen wir in der nächsten Folge, oder? Ja. Würde ich sagen. Ich häng fest. Okay, also Schafe, draußen. Check. Pferde, oder ja doch, eigentlich Pferde kann man auch fast sagen, check. Eins müssen wir noch, dann hat Baloo auch noch eins. Bringen wir auch noch mit, hoffentlich. Und vielleicht finden wir noch ein großes Weibchen und dann brauchen wir noch Kristalle. Und dann sind wir alle glücklich und fahren nach Hause und werden vom Lizichtes gefressen. Klingt nach einem Plan. Ja. Super. Ja, ne? Das perfekt. Klingt umsetzbar. Juhu! Also dann, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, tschö! Tschüss! Yes.
Tschüss.